Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Januar geht ja ganz spannend los für euch, weil ihr ganz viele Planeten im Partnerhaus habt, hier die ganzen Steinbockplaneten und die Venus ist auch mit dabei und außerdem steht der Mars auch als Liebesplanet sehr schön und auch sehr erotisch für euch und Jupiter ja auch. Und das Ganze bis zum 18. Januar. Und da habt ihr dann jetzt so einige Top-Tage. Und es geht los mit Freitag, dem 5. Januar und Samstag, den 6. Januar. Das sind sehr schöne Konstellationen. Hier diese ganzen blauen Striche, die ihr hier seht, stehen alle sehr günstig und zielen alle bei euch ins fünfte Haus der Erotik und der Kreativität. Also wenn ihr fest verbandelt seid oder einen Liebespartner habt, dann sind diese beiden Tage sehr schön für kuschelige Stunden zwischen den Laken. Es sind aber auch gute Gespräche möglich, weil der Mond hier das dritte Sonnenhaus aktiviert. Das heißt, der Austausch ist auch da. Man kann sich auch vernünftig austauschen über alles. Das ist ja auch nicht so ganz ohne hier mit dem Pluto im Partnerhaus. Aber an den Tagen habt ihr auf jeden Fall sehr romantische Sterne und es können auch Flirts entstehen, wenn ihr noch Solo seid, mit Leuten, mit denen ihr auf der gleichen Wellenlänge liegt und euch austauscht. So, dann haben wir Mittwoch, den 10. Januar. Da verbindet sich mich nämlich der Mond hier im Skorpion bei euch im Haus der Erotik hier mit Jupiter und Mars. Das ist auch sehr sexy und Mars steht dann auch günstig hier zur Sonne bei euch im Partnerhaus und zum Pluto. Das ist also, wenn ihr da vielleicht jemand Geheimnisvolles, Spannendes kennengelernt habt, ist das so ein Tag, wo man sich dann da vielleicht näher kommt. Genau, und dann fand ich auch noch gut, für euch den 25. Das ist ein Donnerstag. Da steht der Mond im Stier auch sehr gut für euch und verbindet sich dann hier mit Neptun, der für euch im 9. Haus steht. Das ist also eine gute Konstellation zum Träumen und zum Pläne machen und auch für Festliierte sehr angenehm, wenn man dann vielleicht gemeinsam überlegt, was man Schönes unternehmen kann, ist ja auch immer noch eine gute Zeit, um über alles nachzudenken, was man im neuen Jahr so vorhat. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!